Was haben Sie denn heute so in diesem wunderschönen Potpourri vorbereitet für uns? Ja, einiges wieder. Wir haben, wie Sie schon sagen, wir haben wieder ein tolles Potpourri der guten Laune vorbereitet. Schön, schön. Ja, ja. Wollen wir gleich starten oder? Ja, Herr Jodke, können wir machen. Ich bin noch so komplett im entspannten Modus hier gerade. Ja, ich merke das schon. Gehen wir rein ins Gericht, aber Sie sind. Ah ja, da sind Sie ja. Na, was denn, Herr Jodke? Sie sehen aber heute ganz schön fluffig aus, Herr Soblowski. Na, wie immer. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, sonst sehen Sie halt immer aus wie. Naja. Wie sie halt aussehen. Sagen Sie jetzt nichts Falsches. Für Ihre Frau hat es gereicht. Ja, das ist schön, dass das für meine Frau gereicht hat. Welche Nummer haben wir denn, Herr Soblowski? Fangen wir doch mal an, ne? Kike, 21187, Herr Jutke. 21187. Genau. Was haben wir denn hier? Fallüberschrift, wenn man zu einem Ausflug gezwungen wird. Ui. Ist so wie Wandertag auf Arbeit. Ah ja. Auch immer gezwungen. Na, schauen wir doch mal rein. Na, gucken wir doch mal rein hier. Gehen wir. Warten Sie mal kurz. Hier hat sich leider was geändert. Oha. Ja, ja. Hier ist nicht so richtig. So, jetzt. Ich glaube, jetzt haben sie was gespoilert. Nee, hat keiner was gesehen. Das war doch. Das war nur ein Test-Screenshot, Herr Zablowski. Ah, ja. Ja. Ah, ja, stimmt. Wir machen was an. Ja, ist ja richtig. Wir machen ja immer erst Kontrolle. Ganz genau. So, wir befinden uns auf der allseits beliebten Strecke Snetterton, die jeder toll findet, die in den Votings immer ganz weit vorne landet. Herr Zablowski, da muss ich kurz fragen, wie kommt die da eigentlich jedes Mal rein? Na, habe ich doch gerade erklärt. Die wird per Voting wird die von 97% der Leute immer auf Platz 1 gewotet. Ist das jetzt Ihr Ernst, Herr Zablowski, oder Ironie? Habe ich jemals schon hier irgendwas ironisch gesagt, Herr Jutke? Gut, gucken wir weiter. Nein, wir wollen auch manchmal die Leute ein bisschen quälen, deswegen ist die mit drin. Mm. Na, das würde ich ja sagen, ist doch einfach gekonnt der Bremspunkt mal verpasst, oder? Ja. Das also muss man auch können. Ja. Muss man auch können. Da wurde ja nur volles Brikett reingehalten. Aber die Juten aus Buchenholz. Ja, also hier ganz klar, klassische Manöver hier zum Einstieg. Zu spät gebremst. Was kann man hier machen? Ja, auf den Bremspunkt aufpassen. Und vor allen Dingen unsafe rejoin. Also. In dem Fall hier eigentlich, ja. Oh, gleich abgestellt. Mhm. Reported wurde aber nur der Zwischenfall mit dem BMW. Dementsprechend von diesem unsafe rejoin müsste ich jetzt nochmal nachprüfen. Aber ich glaube, da haben wir keinen Report. Ja, wollen wir das, also ich meine, das können wir ja am Ende gleich nochmal verwursten hier, Herr Zablowski. Das gehört ja zum Vorfall dazu. Wenn wir mal ehrlich sind. An sich schon, ja. Das sieht mir ja schon nach Pause aus. Also so schnell wollte ich heute eigentlich den Hammer nicht schwingen, aber dafür kann man schon mal Pause geben. Schau mal gerade, ob in die Richtung. Eieieiei, Soblowski, da müssen wir aber, also da müssen wir durchziehen. Ja. Also ist noch nicht, naja, er ist noch nicht auffällig geworden, ne? Muss man sagen. Ich mache mal noch eine Prüfung hier. Erste Mal vor Gericht. Es gibt auch keinen weiteren Report in Richtung des Unsafe Rejoins. Nee. Also ich sag mal so, Pause würde ich ihm nicht geben, weil es seine erste Auffälligkeit ist und auch noch ein sehr, sehr frischer Fahrer ist, aber ich würde die maximale Strafe rausholen bevor Pause. Bin ich ganz ehrlich, Herr Zablowski. Mhm, das wären dann minus 200 Elo und minus 0,4. Ja, also das würde ich schon gehen, weil das, naja, also, ne? Staatsanwaltschaft ist d'accord, also wie gesagt, normal. Für diesen Unsafe Rejoin bräuchte man quasi eigentlich die Anklage des anderen Beteiligten.
Aber ich denke, das können wir hier mit betrachten. Und dementsprechend bin ich da voll d'accord, die höchste Strafe vor Pause zu vergeben. Minus 200 Elo. Ja. Minus 0,4 Safety Rating. 0,5. 0,5, Sie haben recht, natürlich. Herr ja, Jutke. Ist ja gar kein Problem. Vollkommen richtig. Was wartet denn in der, im nächsten auf uns, Herr Zablowski? 21192, Herr Jutke. Fallüberschrift aus dem Weg. Oh. Auch wieder auf Schnetterten. Ja, wir haben einiges an Schnetterten mit bei. Wir haben aber versucht, so ein bisschen einen bunten Haribo-Mix mit reinzubringen. Ein Potpourri, meinen Sie? Ja, genau. Das könnte sehr ähnlich werden, wie sich das, oder? Ja, mal schauen. Ja, schauen wir uns das an. Ja. Da kann man schon mal aus dem, kann man schon mal sagen, aus dem Weg, Geringverdiener. Absolut. Gut. Das ist ja 160, ne? Würde ich sagen. Ganz genau, auch hier wieder klassisch. Man muss natürlich achten. Also ich finde, der Audi vorne fühlt sich relativ langsam an. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch der Hinterfahrende darauf achten, Geschwindigkeit ein bisschen anpassen. Korrekt. Und ja, auch hier wieder klassisches Fehlverhalten, Ordnungswidrigkeit, könnte man fast sagen. Ja, das ist eine klassische Ordnungswidrigkeit. Da müssen wir ja. Ja, minus 160, minus 0,4. Na, dann machen wir das doch mal rein hier. Die Sache ist immer, ne, was will man bei Bremspunkt verpassen, irgendwie noch belehren? Also außer die Menschen darauf hinweisen, dass sie doch bitte ihre Bremspunkte einhalten sollen. Und nein, nicht die aus dem Qualifying, sondern im Renntrim. Genau. Herr Sablowski, was mir gerade einfällt. Sind ganz schön braun heute. Haben Sie Farbe gekriegt? Ja, ich habe Farbe gekriegt. War im Baumarkt, habe Farbe gekriegt. Kriegt meine heutzutage noch mal selten. Aber ich habe noch welche gekriegt. Schön. Ja. Machen wir weiter, oder was? Ja. Na denn, 21196, Herr Jutke. 21196. Ich öffne. I believe I can dive. I believe I can dive. Mhm. Na dann. Ja, auch so ein Klassiker eigentlich, ne? Mhm. Ich meine, wir befinden uns hier im Feld der Rotplaketten, also da müssen wir einfach davon ausgehen, dass die Erfahrung noch nicht so groß ist. Geschafft hat er es trotzdem. Ich glaube, er wollte mal im Auspuff schnüffeln. Ja. Aber was man ihm zugute halten muss, er hat ja auf der Bremse, ist er geblieben. Richtig, also ein bisschen unglücklich ist es. Für mich aber quasi, also zu weit weg, als dass er da wirklich sich hätte reinstellen können. Ja. Weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Jutke. Ja, war schon sehr ambitioniert. Also hätte Hellermann zurückgezogen. Also ich sag mal, er war ja noch nicht mal daneben, sag ich mal. Aber das schützt halt auch vor Strafe nicht. Ist auch 160 wieder, ne? Absolut. Da kann man auch nun belehrungstechnisch auch nicht so viel sagen, außer manchmal ist weniger mehr. Ganz genau. Man hätte zurückziehen können, vielleicht mehr Schwung mitnehmen durch die Kurve, damit man da dann auf der nächsten Geraden vorbeikommt. Ja, aber in Kurve 2 dann genau. Reinstechen ist meist besser. Genau. Die bessere Geradeausnetterten wäre das die bessere Wahl gewesen. Ja. Was haben machen wir denn? Wir doch fröhlich weiter. 21205. Wir springen ein bisschen nach oben, Herr Jutke. 21205, ja. Mit der Fallüberschrift, man sieht sich immer zweimal im Leben. Eieiei. Okay. Was haben wir denn hier auf Snatterton? Mhm. McLaren. Geht schon runter. Also, hier wäre es schön gewesen, wenn wir den McLaren reported gehabt hätten, der da so reingepfiffen kommt. Wir können uns aber hier in dem Fall nur um den Sachverhalt kümmern.
Ja, und ich glaube, der Kollege wollte sicher gehen, ob er ihn auch wirklich getroffen hat. Beim ersten Mal schon, ja. Ja, genau, genau. Und der Aston Martin, ich glaube, der hat Gefallen am McLaren gefunden. Und hier haben wir auch quasi den Grund gesehen, warum der McLaren da... Das britische Revier musste verteidigt werden. Absolut. Ja, mehr schalten und schneller schalten. Also Herr Sablowski, wir müssen kurz mal auf Forschung gehen, weil das ist schon... Das ist schon fahrlässig, Herr Sablowski. Ja. Hat er schon Reports gekriegt? Nee. Ist auch erst 7 Rennen gefahren. Herr Sablowski, würde ich auch wirklich auf Maximum plädieren. Bin ich ganz ehrlich. Also das war wirklich schon sehr, sehr fahrlässig. Ja. Sind wir uns da einig? Ja, ich glaube, wir gehen auch wirklich höher. Normal, klar, Causing a Collision, können Sie das Beweisstück nochmal abspielen? Ja, warten Sie, das müsste sogar Runde 1 sein. Da, ja, Runde 1 ist es auf jeden Fall. Ja, dann ziehen wir aber richtig durch, Herr Sablowski. Und wir müssen dann schauen, ob es dann wirklich Massenkollision ist. Dann können wir da voll durchziehen. Ja, das ist hier auf jeden Fall Massen. Da sind 3-4 Autos involviert und danach nochmal. Kriegen wir das hier nochmal von oben? Ja, hier. Ein bisschen mehr Sicht. Das waren 4. Ja. Sehen Sie da auch auf jeden Fall den Aston Schuld? Ja gut, er zieht rüber. Bremst, moving under braking, könnte man da schon fast sagen. Und hier braking but not moving. Warten Sie mal, Herr Sablowski. Wir gucken nochmal hier rein. Es kommt zum Ende eher nochmal hier die Auflösung. Genau, hier mit dem. Ja gut, das ist... Schwierig zu sagen. Ich meine, er zieht jetzt hier schon rüber und dann bremst er. Ja. Muss ja McLaren da ein bisschen mehr aware sein. Also. Ich würde ihm das nicht anrechnen. Also, genau, weil der McLaren hat da schon reingeschoben. Ja. Also das würde ich ihm nicht ankreiden. Also ich würde keinen Massencrash ihm ankreiden. Wollen, so. Genau. Also in dem Fall hier nicht. Ja. Da sind wir uns einig. Na, dann schauen wir mal hier nochmal. Es ist aber Runde 1, Herr Sablowski, und also 2 Kurven, 3 Vorfälle ist, ja, also ich würde ihm, glaube ich, 3 Tage Pause geben. Kann ich das vereinbaren? Ich sag ja. Ja. Das erste Ding kann er nicht. Für das zweite, naja, der zweite ist nur ein leichter Stups. Hier ist er dann wieder ein bisschen zu spät. Wissen Sie, Herr Sablowski, passen Sie auf. dieser Vorfall nimmt ja nur Dramatik an, weil der erste McLaren sehr hart da reingegangen ist. Genau. Ne? Also ich würde, glaube ich, würde so aus dem Bauch raus sagen, dank der Massagepistole, wir gehen auf 200. Ja, aber letzte Chance. Letzte quasi. Chance. Auf Bewährung. Auf Bewährung. Genau, auf Bewährung. Ja. Das ist der. Ich würde sagen, 3 Tage ist ein bisschen zu hart. So in dem Gewusel, er ist noch Anfänger, das können wir ja sehen. Ja. Das wäre zu doll. Das wäre viel zu doll. Ja. Denke auch. Scheiß Massagepistole, die hat mir einfach meinen kompletten. Mein Hammer genommen. Zu entspannt heute. Zu entspannt. Na dann, Herr Sablowski, was haben wir denn als nächstes? Machen wir weiter. 2-1, 2-1, 3. 2-1, 2-1, 3. Was? 2-1, 2-1, 3. Ja, genau. Wir hüpfen ein bisschen. Ja, genau. Ja,
So, Fallüberschrift stehen bleiben, sonst knallt's. Oh, oh, oh! Ja. Also der Herr wollte hier zurück auf die Strecke, macht's dann erst, steht dann auf der Strecke, weiß dann nicht wohin mit sich, steht rum ein bisschen wie Falschgeld, wie Max in der Sonne mit Wind im Haar und kein Kamm in der Tasche. Dann hat er anscheinend den Kamm gefunden und ja. Nein, Hilfe kann er nicht. Hierfür auch nicht. Aber die Situation, also schon irgendwie ein bisschen Slapstick, würde ich sagen, Herr Jüttke. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich auch nicht. Erst Hü, dann Hü. Warten jetzt. Zwei Schritte zurück, eins also vor. Das Ding ist, ich weiß, glaube ich, wie er sich fühlt. Das ist schon ziemlich scheiße. Er hat ja an jeder Seite hat er einen mitgekriegt. Naja. Genau, also jetzt hier Böses, irgendwas würde ich absolut auch nicht unterstellen. Nein. Ja. Aber ja, bestrafen müssen wir es wohl. Ja, das ist unsafe rejoin. Ja, ganz genau. Also ich nehme mal an, ist so meine Vermutung, weil er danach schnell Gas gegeben hat, er wollte von der Ideallinie halt runter. Ja, absolut, absolut. Ist ja auch löblich in dem Fall, aber dennoch falsch entschieden. Er hätte wirklich stehen bleiben müssen, weil die Fahrzeuge, die dann kommen, die sehen ihn ja. Ne, und die müssen dann reagieren. Und wenn er dann aber doch nochmal reagiert, dann haben die hinterfahrenden Fahrzeuge einfach gar keine Chance. Also wir sind hier übrigens nicht im roten Plakettenbereich, nur mal so nebenbei. Ja, genau. Das sollte mal erwähnt werden. Wartet mal, also gucken wir mal kurz. Wir reden hier von jemandem mit 120 Rennen. Pi mal Öre. Ja. Nee, aber wie gesagt, menschlich ist es schon, Tatsache so ein bisschen zu verstehen, wird da zweimal weggeschubst und ja, dann irgendwie. So, vielleicht einfach so ein Brain-AFK-Moment. Am besten wäre einfach stehen bleiben und alle durchlassen. Weil absolut, das absolut. Ist das Sinnvollste, auf der Bremse stehen und wirklich stehen bleiben. Auch wenn es auf der Ideallinie ist, einfach stehen bleiben. Genau, bis alle vorbei sind und dann geht's los. Wieso der BMW nicht bestraft wird? Weil wir diesen Report nicht haben. Wir können nicht einfach wild, random irgendwas, was wir im Video sehen, reporten, wenn es nicht angebracht wurde. Das funktioniert nicht. Es ist wirklich immer situations- bzw. dann fahrerbezogen. Und wenn es da einen Report, vielleicht gibt es auch da einen Report und den können wir hier bloß nicht bearbeiten, weil der nicht anonymisierbar ist oder ähnliches, dann wird es natürlich auch da bestraft. Aber wenn wir keine Anklage in dem Sinne haben, können wir nicht einfach wahllos die Leute. Weil das wäre dann unfair denen gegenüber, die wir halt dann nicht sehen. Ne? Genau. So, Herr Jüttke, jetzt ist es einfach 21214, der nächste. Snatterton. Jawohl. Ja, einige Male Snatterton, aber wie gesagt, wir haben auch noch andere Strecken. Ich bin super tiefenentspannt. Glauben Sie mir. Wirklich. Ist mir wirklich total Bumpe. Also heut kann ich Ihnen alles beichten. Herr Sablowski, Sie können mir alles sagen, weil ich bin Ihre Frau zieht aus. Das ist okay. Viel Spaß. Na sehen Sie, haben wir das auch geklärt. So, Fallüberschrift nochmal und es gibt Stubenarrest. Stubenarrest finde ich gut. Oh, hier hat einer iRacing gemacht. Mhm. Aber es funktioniert nicht so gut hier. Ja, also hier waren wir auch in der Diskussion, also hier ist es wirklich am Rande der Katastrophe, würde ich fast schon sagen. Also es ist schon sehr, sehr hart, ich meine, er will sich hier verteidigen, der Audi zieht dann jetzt hier rüber, aber ein Tick zu weit, der BMW hat wirklich sehr, sehr viel Glück, dass er hier nicht abfliegt, wie Ryanair von Tegel.
Wir haben uns dazu entschlossen, hier eine Warning zu geben. Herr Jüttke, gehen Sie das mit? Würden Sie das härter bestrafen? Warten Sie kurz. Ja. Ja, würde ich härter bestrafen. Weil er gegenlenkt. Gucken Sie mal auf sein Lenkverhalten. Er geht immer weiter rüber, immer Stück für Stück. Also ja, würde ich machen. Ich würde das bestrafen. Das hat der Audi mit purer Absicht gemacht. Also ich hätte so, wenn man nur das Video guckt, ja, und nur seine Bahn fährt er relativ gerade. Wenn Sie aber sein Lenkverhalten sehen, sehen Sie immer so ganz leichte Korrekturen nach links zum BMW, um ihn immer so ein bisschen rauszudrängen. Zeigen Sie mal bitte nochmal. Das muss ich nochmal verifizieren. Ja, achten Sie mal hier drauf jetzt hier. Ich mache mal die Maus dahin. Naja, ab hier gab es eigentlich keine. Also es gibt diese Bewegung nach links, und aber wenn er dann schon fast ganz links ist. Aber ja, also wie gesagt, zwischen Warning, Blocking, ich denke, da kann man alles vertreten. Das ist halt schon, er lenkt schon fleißig rein da. Ja. Also absolut. Er hält schon fleißig drin. Da sieht man immer so ganz leicht so bup, 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 bup. So zwei, dreimal. Ja. So, und wenn wir das als Blocking bestrafen. Ja, also ich würde das strafen. Weil das ist nämlich auch, ich fahre ja selber auch sehr viel, ist ein relativ häufiges Verhalten, was auftritt. Und ich glaube, man sollte da mal durchdrücken. Ja, also wenn wir dabei Abdrängen von der Strecke sind, dann sind wir bei minus 160, minus 0,4. Wenn wir sagen Blocking, auf den Linienwechsel des Gegners zu reagieren, um den Angriff abzuwehren, passt da auf jeden Fall der Text nicht ganz. Wir können es ja so machen. Also wir schreiben eine Empfehlung für die oberen Behörden, dass wir bestrafen würden. Ich würde das bestrafen jetzt, Herr Sablowski. Ja. Also ich würde das jetzt hier im Live-Gericht bestrafen, dass Menschen mitkriegen, dass das so nicht duldbar ist. Das stimmt. Duldbar ist. Nee, das stimmt. Da gebe ich Ihnen recht. Weil man sieht ganz klar seine linken Impulse, so ganz, ganz kleine, leichte, und das entschuldigen Sie, aber wir haben in 2 Wochen haben wir schon wieder Spar, und da wird das nicht anders sein. Und bevor wir das haben, ne. Text habe ich Ihnen im Discord geschickt und dann minus 160, minus 04. Ja, also da würde ich schon durchdrücken und das auch ganz klar so kommunizieren. Dankeschön, Herr Sablowski. Sie haben sich übrigens versprochen, Sie haben das in den Akten mir rübergeschoben. Ja, in diesem Akten-Discord. Ja, genau. Gut, dann haben wir den Fall durch. Jawohl. So, 21224. 21224, ja. Fallüberschrift fast geschafft. Ey, fast geschafft. Snedat ist wirklich eine ganz tolle Strecke. Ja, absolut. Also, dass Sie im Voting immer vor... Es ist genauso wie das Voting, dass es in der Sprintserie Regen gibt. Das haben auch nur Experten sich gewünscht. Ja, da freuen Sie sich doch drüber, Herr Jupp, oder? Aber sowas von, ja. Finde ich total tolle Änderung. Ja, das ist halt verbremst leider, ne? Ja. Ich meine, der McLaren, der zieht auch ein bisschen rein. Sehen Sie das ähnlich? Sehe ich das falsch? Habe ich einen Knick im Nasenfahrrad? Müssen wir gleich mal gucken. Spekuliereisen? Ups. 4 White ist auch schön, also. Ja, also ich sag mal, der McLaren kann da
der nicht kann sich unbedingt ahnen, dass er da rein sticht. Also ich sag mal so. Er war sehr weit hinter. Wir befinden uns ja jetzt hier in einer Serie, wo rote Plaketten unterwegs sind, ne? Ja. Ja. Er fährt die Kurve sehr weit. Aber gucken Sie mal, wie weit er zurück ist. Also. Ja, eben. Alles gut. Wenn er daneben wäre, okay, würde ich verstehen. Aber hier ist ja, also er ist ja wirklich sehr weit zurück. Ja. Ich würde einfach sagen, er hat sich verbremst, so ein bisschen verschätzt. Aber das sind ja auch Sachen, das kann jedem mal passieren. Strafen absolut. Ist halt trotzdem. Ne? Genau, absolut. Und dementsprechend minus 160, minus 0,4, Herr Juttke. Na, das machen wir doch. Abgedrückt den Lachs. Ich hoffe, hier kommt noch mal was Schlimmes heute. Na, ein bisschen was haben wir noch. Na ja, da bin ich mal gespannt. Abgedrückt, rinnende Akten. Was haben wir denn als nächstes? Herr Juttke, 21242. Da springen wir aber. 21242. Haben wir. Übrigens, hier nochmal der Hinweis, ne? Also Aktenzeichen 21242 heißt 21242. Nochmal die Erinnerung. Die Reports werden chronologisch bzw. numerisch fortführend. Das heißt also, dass wir schon über 21.200 Reports bei LFM und zusammen mit den Ermittlungsbehörden gemacht haben. Und das mal nur so als Hausnummer, mit wie viel man sich da eigentlich beschäftigt. 21.000, Herr Juttke. Jeder Zweite hat einen Report abgegeben quasi. Ja, könnte man sagen. Ja, schön. So, Fallüberschrift, Dive ist Dive. Na. Ganz genau. Oh Gott. Ich hasse diese Strecke. Und auf einmal taucht ein Audi auf. Oh, ich hasse diese Strecke. Oh, mit Massencrash. Ja, auf jeden Fall nicht Runde 1. Das ist halt wirklich schon ein Klassiker, Herr Sablowski, ne? Ja, absolut. Also. Wie viele Wagenlängen sind das gefühlt 12,5 Wagenlängen, die er dahinter ist? Also. Ich meine, der McLaren war schon sehr früh auf der Bremse, muss man sagen. Mhm. Aber ist halt trotzdem schon. Ja. Ich glaube, da gab es noch so eine kleine Ping-Differenz. Wenn man sich das mal so anguckt. Das ist ganz komisches Verhalten hier. Warum hat er überhaupt 20 Liter. Achso, das ist vom Zugucken, ne? Wahrscheinlich. Das ist immer. Ja, wissen ja. Sagen. Ja, das wird und ist auch eine relativ einfache Entscheidung. Das sind 160, wobei ich ehrlich gesagt. Vom Gefühl her, klar, müsste man es irgendwie höher bestrafen. Nee, eben nicht, weil er steht wirklich auf der Bremse und macht nichts. Also, ich habe extra nochmal jetzt nachgeguckt, er macht wirklich gar nichts. Er tritt auf den Stempel und steht auch nonstop auf dem Stempel. Ja. Ja, er macht nichts, gibt kein Gas, lenkt nicht. Hm. Also ich würde ihm 160 geben. Das ist halt wieder absolut. So ein Ding, wissen Sie. Es sind Sachen, also vom Fahrerischen her, um was mitzugeben für die Leute im Saal, es ist manchmal sehr schwer einzuschätzen, wenn jemand eine halbe Autolänge früher bremst. Also der Audi hat nicht zu spät gebremst, der hat für Audi-Bremsen, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, genau richtig gebremst und er hätte die Kurve auch gekriegt. Nur der McLaren hat so früh gebremst, dass er die halt auf einer anderen Bahn genommen hat. Am Ende des Tages muss man trotzdem dafür gerade stehen, weil du bist da halt reingefahren. Trotzdem, wenn sowas mal passiert, einfach auf dem Stempel bleiben und das irgendwie versuchen zu retten. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier eine Option gewesen wäre, nach links zu ziehen, also wenn er jetzt merkt, aber er hatte sich schon dazu entschieden, rechts reinzugehen und dann war es zu spät. Da war es zu spät, ja. Genau. Okay, was haben wir denn im Nachgang? 21253. Pass doch auf, Mensch. Snettert mal wieder.
Da ist aber Windows angesagt. Ich weiß nicht. Mhm. Ah, jetzt pass auf. Rechts kommt er. Was ist das für ein FOF? 3 Millionen? Ja, glaube. Oh, na, oh, oh. Oh. Mhm. Ja. Ein Rüpel. Das, Also hier muss man dazu auch sagen, wir befinden uns im Rotplakettenbereich. Er bremst dann danach nochmal wie innen vorbei. Der McLaren kommt dann innen wieder so ein bisschen zurück. Also ich würde ihm beim zweiten Ding nicht irgendwie Absicht unterstellen oder so. Aber ungeschickt war es allemal, mindestens. Herr Sablowski. Was haben Sie denn so in der Vorbereitung dafür angedacht? Also ich lese hier gerade schon, das Volk hat gerufen, eine Woche Pause. Würde ich hier fast zu hart finden. Wie gesagt, er bremst hier, okay, will zurück. Ja, kriegt die Kurve nicht ganz. Also für mich ist es auf jeden Fall eher unvermögend. Oder würden Sie ihm da Absicht unterstellen? Nee. Weil bei Absicht muss man natürlich das wirklich sehr, sehr klar und deutlich sehen. Nee. In dem Fall wirklich. Unvermögen. Ja, wenn wir jetzt mal gucken, wahrscheinlich 20 Rennen oder so. Ja. Ja, gucken Sie mal. 5 Rennen ist derjenige gefahren. Ja, ja, ja. Ich würde es auch maximal ansetzen, aber ohne Pause. Weil, also, das ist so meine Devise. Ich sag mal, bei Anfängern, man kann halt nicht voll durchziehen. Also, ich würde ihm 200,05 geben. Weil er ist halt also, schon... Er ist schon draufgefahren und hat Gas gegeben und geschoben und noch weiter rumgeschoben. Also, ja, bin ich d'accord. Ja, das sollte man schon bestrafen, aber halt eine Pause würde ich ihm jetzt nicht dafür geben. Also dafür war es einfach noch nicht wild genug. Ja, ja, absolut. Da müsste ein bisschen mehr passieren, damit es eine Pause gibt. Ja. Gut. Das müsste klar erkennbar sein, dass er dann vielleicht nochmal nach links sieht oder ähnliches. Er will ja eigentlich vorbei. Ja. Dann trägt ihn das Auto nach außen und es sieht für mich eher wirklich aus, als würde der Fahrer noch nicht ganz genau wissen, wie dann die Autos sich verhalten. Genau. Ja. Was haben wir denn? Wir sind ja heute so harmonisch. Das ist komplett ungewohnt, Herr Jutke. Als Massagepistole, Herr Sablowski, ich sag's Ihnen. Mann. 21259, Herr Jutke. 21259. Fallüberschrift Nachmacher. Mhm. Mal wieder meine Lieblingsstrecke. Seit heute ist das meine absolute Lieblingsstrecke. Mhm. Das ist übrigens 4:3, ne? Ich weiß nicht, ist schon Nachspielzeit. Wer führt? 4:3? Für wen? Dortmund. Ah, okay. Sehr gut. Was zum Kuckuck bin ich sehend? Also er ist hier schon zu spät auf der Bremse, aber... Der Audi dann nochmal später. Ist das so wie bei Counter-Strike, dieses Ding, dass man 4:3 fährt? Ist das so ein Ding? Also ich nicht, Herr Jutke. Ja, ist halt ein Klassiker wieder, ne? Auch an der Stelle. Einfach verbremst rein und muss ich gucken. Nee. Okay. Ja, 160, ne? Ja, Standardstrafe. Minus 160, minus 0,4. 160 rein in den Nacken. Ja, und auch hier wieder einfach der Hinweis, Bremspunkt anpassen, gerade im Verkehr drauf achten. Ja. Bremspunkt ein bisschen früher wählen. Und dann... Und ein bisschen auf den Vordermann achten. Dann klappt das auch mit den Nachbarn. Als guter Tipp eventuell, man wird dadurch nicht zwingend langsamer, aber die Bremse schleifen lassen. Also vielleicht 2, 3, 4, 5 Meter früher auf die Bremse gehen, dann aber nur halb, ne? Und dann so ein bisschen die Bremse modulieren, wenn man spürt, dass man zu nah rankommt. Weil dann hat man nämlich mehr Spiel. Man verliert nicht viel,
Weil man ist ja noch schnell genug, weil man nur halb bremst. Und wenn man merkt, scheiße, ich habe doch nichts mehr, zack, einfach auf die Bremse drücken. Also das kann bei solchen Situationen immer helfen, wenn man das betrachtet von außen, dass wenn sowas vorkommen sollte, einfach, wie gesagt, schleifen und dann irgendwann vielleicht doch nochmal intensiver bremsen. Ist nicht zwingend viel langsamer, ne? Aber... Ja, da kann ich Ihnen nur beipflichten, Herr Hüttke. Der nächste, 21263. Oh. Erst Pech und dann kein Glück. Hier, denke ich, werden wir vielleicht ein bisschen mehr diskutieren. Schauen wir mal. Oh, das sieht nach schönem Wetter aus. Da war ich nicht da. Ausnahmsweise mal nicht. Sie machen doch sonst jedes Regenrennen mit, Herr Jutke. Eieiei, das ist ja sogar das lange Rennen, wa? Ja, genau. Vom nee, da Sonntag. War ich nicht da. Da bin ich froh, dass... Okay. Nee, das ist ein Safe Rejoin, da gibt's gar kein Bisschen-Video. Ja. Schauen Sie aber mal da nochmal ein bisschen weiter. Also, warum die Fallüberschrift? Erst Pech, dann kein Glück. Er kommt hier raus, gut. Verhält sich eigentlich richtig, versucht zu bremsen irgendwie, aber ja, kommt dann wieder zurück auf die Strecke und räumt den dann ab. Herr Sablowski, der ist von der Bremse gegangen. Ja, ganz minimal, ja, hey, da gebe ich Ihnen recht. Nein. Der ist von der Bremse. Gucken Sie mal bitte genau hin. Ich kicke. Die Sache ist, wenn man es hier aus der Cockpit, ich hätte sonst noch einen kleinen Tipp gehabt für den Audi-Fahrer. Also der Audi-Fahrer sieht ja, dass der Porsche sich neben der Strecke befindet. Vielleicht, aber es ist auch wirklich nur ein Tipp, um den Crash zu vermeiden. Also wie gesagt, der Audi-Fahrer hat hier in dem Fall überhaupt keine Schuld, ist voll beim Porsche-Fahrer. Aber vielleicht so, wenn der Audi-Fahrer ja sieht, dass da rechts jemand ist, dass er da vielleicht den Apex ein bisschen anpasst, aber das ist dann wirklich dieses sehr, sehr defensive und wir achten alle aufeinander und gegenseitig. Das soll natürlich die Strafe für den Porsche nicht schmälern. Gucken Sie mal jetzt auf die Bremse, bitte. Ja. Anfangs voll, hier leicht nachgelassen, jetzt vor und jetzt leicht? Kommt er auf die Strecke und dann lässt er, ja. Das ist halt auch einfach zurück auf die Strecke gelenkt. Ja. Also es ist halt, tut mir leid, es ist einfach, egal ob Regen oder nicht. Also es wurde ja nicht mal versucht, irgendwie was dagegen zu machen. Genau, und am Ende lässt er die komplett los. Und der Audi, also, wie gesagt, der Audi hätte hier gar nichts machen können. Ja. Der steht volles Brikett auf der Bremse, schon früher. Ja. Was soll er noch mehr bremsen? Nee, für mich war bloß einfach, aber in der Cockpit-Perspektive sieht es ja wieder ganz, ganz anders aus. Aus der Perspektive könnte man ja sagen, vielleicht sieht er den Porsche und passt dadurch ein bisschen den Apex an. Aber das, wie gesagt, absolut nicht kein Vorwurf an den Audi oder so, sondern eher dieses, okay, da ist jemand off-track, versuche, dass ich da nicht irgendwie involviert werde. Aber natürlich, die Strafe für den Porsche muss schon sein und das ist einfach nur so als vielleicht kleiner Hinweis, kleiner Tipp. Das richtige Verhalten übrigens wäre vom Porsche gewesen, hier drüben ist alles Grünfläche. Ja, nach rechts zu ziehen. Da ist alles Grünfläche, wo er hätte bremsen können. Und nein, da wird nicht unsportsmanlike durchgedrückt, weil er versucht, wenn er versucht, das Auto runterzukriegen. Das, was er hier macht im Regen, ist absoluter Kackpu. Weil er kriegt das Auto eh nicht zum Stehen. Wird er nicht. Also hätte er schon an dem Punkt, wo er es gemerkt hat, einfach rechts wegfahren können. Er hätte jetzt immer noch rechts wegfahren können. Da wäre es dann aber auch schon wieder zu spät gewesen. Aber die Grünfläche ist mehr als ausreichend. Also er weiß ja hier schon, dass das nicht passt. Vielleicht auch nochmal bremsen oder schleifen lassen. Ja. Also wir haben schon schlimmere Rejoins gesehen. Also da muss man ganz klar sagen. Ja, natürlich, klar. Ja. Ist trotzdem unsafe Rejoin an der Stelle. Ja, absolut. Und in dem Fall minus 200, minus 0,5. Klar, und deswegen sage ich ja erst Pech und dann kein Glück. Also erst klar kommt er von der Strecke ab und dann hat er einfach kein Glück. Er rutscht nicht.
Er ist einfach zu schnell. Das Auto rutscht nicht. Das Auto ist einfach, er ist für die Kurve zu schnell, weil er auf der Außenbahn voll rein beschleunigt. Und er hätte die Kurve aber wieder Audi innen nehmen müssen. Und er rutscht einfach nicht. Er ist zu schnell und kommt dadurch zu weit raus. Also es geht nicht in die Richtung, dass sein Auto rutscht. Ach so, ihr redet von der Wiese. Okay, never mind. Ja, auf der Wiese, da kannst du nicht viel machen. Da bist du nachher Gast. Ja. Aber trotzdem solltest du die Bremse voll durchtreten. Weil dann hat der andere noch Zeit, darauf zu reagieren. Also der Audi hätte da jetzt auch nicht viel machen können. So, machen wir den nächsten, Herr Jutke. Ja. 21268. Teilüberschrift in die Pfütze geschubst. 2-1, nochmal bitte, 2-1. 2-1-2-6-8, ein bisschen runter. Ja, bisschen runter. Ja, da, genau. Ich hatte noch kurz... Hier haben wir mal einer der wenigen GT4-Reports. Oh. Wirklich sehr selten. Ich habe vom Asphalt gesprochen mit dem Rutschen. Ich habe vom Asphalt gesprochen, nicht von der Wiese. Ihr habt von der Wiese gesprochen, also ich habe vom Asphalt gesprochen. Entschuldigung. Okay. Es regnet. Was für eine schöne Strecke. Nicht. Klassiker. Ja, und hier wurde der Herr in die Pfütze geschubst. Die muss man sich jetzt bildlich vorstellen. Die Pfütze. Gott sei Dank, manche Leute schreiben ja Pfütze mit O. Aber na gut, das ist wieder ein anderes Thema. Herr Jutke, was sagen Sie dazu? Klassiker, ne? Es ist ein Klassiker, ja. Mhm. Das ist einfach ein Klassiker, ja. Ja, hat hier mehr Schwung in der Kurve. Also Herr Sablowski, seitdem Sie im Urlaub waren, ne? Mit meiner Frau. Ja. Ja. Mhm. Ist ein bisschen was gezündelt bei Ihnen, ne? Gezündelt? Mhm. Meinen sind das? Naja, ich sag nur. Was haben wir denn als nächstes? Wir haben die 21270. Schön. Es ist dunkel. Gehen zwei Dickköpfe in eine Bar. Gehen zwei Dickköpfe in eine Bar? Mhm. Okay. Hier handelt es sich um einen Positionskampf der beiden. Ja, Jutke, was sagt Ihre innere Judiz? Was sagt der Justiz? Wie juckt Ihr Justiznippel? Ich glaube, der McLaren hat das reportet, oder? Gucken Sie gerade noch mal kurz nach. Ich glaube, ja. Ja, der McLaren hat den Audi reported, ja. Ja, ist halt nur ein bisschen doof, wenn der McLaren eben das Ding einfach vor der Nase zumacht, währenddessen er daneben ist. Ganz genau. Also, wo soll der Audi denn hin? Soll der sich wegzaubern? Ganz genau. So haben wir bei den Ermittlungsbehörden auch entschieden. Also hier muss er einfach wissen, Radar in Kanada, müssen sie sich einfach gegenseitig Platz lassen. Ich stelle mir gerade wirklich so bildlich vor, wie die zwei Dickköpfe versuchen, in die Bar reinzurennen durch einen dünnen Türspalt und bitte nicht rinkommen, weil sie sich einfach durchdrängen wollen. Ja. Aber in dem Fall, ja, no further action. Ganz klar. Ja, da würde ich auch mitgehen bei no further action. Ja. Ja. Das wäre ja, als wenn Sie und ich versuchen, in eine Kneipe zu gehen. Sie mit Ihren voluminösen Schultern und ich mit meinem dicken Bauch. Fahren Sie fort. Wohin denn? 21275. Nach Hause, Herr Sablowski, nach Hause. Hoi. Okay, aber erst nach der Gerichtsverhandlung. Ja, rausgetragen. Rausgetragen wie den Müll. Rausgetragen wie den Müll.
Ja, hier eigentlich ein schöner Zweikampf. Ja, schade. Dann lässt sich der BMW leider ein bisschen zu weit raustragen. Ja, schade eigentlich. Trifft dann. Oh, das den ist Pop- sogar. Was man hier nicht komplett ausschließen kann, ja, weil es wirklich ein bisschen laggy aussieht, ist Netcode. Ich würde aber, ja, aus der Perspektive gibt es da meiner Meinung nach eine klare Berührung. Und deswegen war zu weit raustragen lassen und dadurch kam die Berührung zustande. Das ist eine klare 160. Mhm. Nein, ich kann das Chatfenster nicht ausmachen, weil wir niemanden hier bloßstellen wollen und keine Namen zu sehen sind. Das ist das. Das ist ein Kompromiss der LFM und mir, dass man die Leute nicht sieht, wir das aber trotzdem ansehen dürfen. Genau, anonymisiert eben. Genau, anonymisiert. Mensch, Herr Jutke, wir pfeifen ja hier heute durch. Ja, ich habe noch was vor. Ja, ich auch. So, Herr Jutke, 21277. Viel haben wir ja gar nicht mehr, wa? Na, ein bisschen noch. Ja. Bisschen noch. Oh, ja. Los geht's. Huch, ich hatte ja noch was vor. Der ist fleißig am Reporten, der junge Mann. Das ist, glaube ich, schon der dritte heute von ihm. Ja, kann sein. Ja. So wie war öfter schon, ja. Also, er sagt, ich sag's Ihnen, wie es ist. Diese Strecke kann LFM gerne rausnehmen. Wirklich. Die kann sie einfach rausnehmen. Die muss nicht mehr drin sein. Also zumindest in der Sprintserie nicht. Sie können ja mal eine Petition starten. Also es ist wirklich katastrophal, wie auf dieser Strecke gefahren wird. Ich sag's Ihnen. Ja, die bietet leider auch viele, viele Nadelöhre für genau solche Aktionen. Hier merkt man, oh, da ihm fällt dann irgendwie ein, ach Mist, da kommt ja eine Kurve, muss ich ja bremsen. Jetzt fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Ja, also. Diese Strecke ist, also Herr Sablowski, ich sag's Ihnen, wie es ist, diese Strecke, die kann sich gerne deinstallieren gehen. Wirklich. Das ist, also ist wirklich katastrophal in der Sprintserie, wie das da abläuft. Also. Ja. 160, 05. Ja, also ich meine, wieder hier genau dasselbe. Bremsfunk verpasst, hätte man bremsen können früher. Ja. Hier ist es aber auch bei den Fahrern, das sind halt die Rotplaketten, bisschen fehlende Erfahrung, ja, ne? Aber passt die Bremspunkte an beim Fahren, achtet auf den Vordermann, fahrt konzentriert, ne? Passt auf. Was haben wir denn als nächstes, Herr Sablowski? Herr Jutke, 21278. Wir haben doch keine Zeit. Oh. Hier haben wir jetzt mal einen Fall, wie Sie links sehen können, aus dem Qualifying. Aus dem Qualifying? Mhm. Ah ja. Was kommt jetzt? Beide sind hier auf einer schnellen Runde. Woher wissen Sie das? An der grünen Zahl würde ich jetzt sagen. Nö. Das ist für uns nicht ersichtlich. Genau, ich habe die Information aus dem Text habe ich genommen, aus der Anklage. Das ist leider nicht richtig. Das ist immer so ein bisschen gefährlich, weil... Mhm. Ja, gebe ich Ihnen recht. Der kann jetzt halt auch vorne 3 Sekunden zurück gewesen sein. Am Ende, am Ende ist es halt einfach, ja, passt halt auf. So, ja. Der BMW, ich meine, ich weiß nicht, was er sich da für ein Anrecht rausnimmt, da so reinzuhalten.
dann hast du halt einfach deinen Abstand nicht gut geplant. Weil gucken Sie mal, wie viel Abstand dazwischen ist. Ja, absolut. Und der Audi hat schon echt auf den letzten Furz gebremst. Und der hat sich, der BMW hat sich fair bremst. Würde ich auch sagen. Gucken wir doch einfach mal kurz, wo bremst denn der BMW, wenn wir von hinten gucken? Ah, geht eigentlich noch. Ja, der Audi fährt jetzt halt ideal. Ja. Der BMW nicht. Wo bremst denn der Audi? Ja. Ja, ne? Ich meine, andererseits, Sie haben schon recht, wir können es jetzt an sich nicht nachprüfen, ob er wirklich auf einer gültigen Runde war. Nee, das ist das Problem bei diesen... Das ist leider das Problem bei den Quali-Reports, wenn es nicht eine offensichtliche Sache ist, wie der hat den Pit-Limit da rausgenommen, dann wird es halt wirklich schwierig. Mhm. Was wir halt theoretisch machen könnten, das müsst ihr ja im Archiv... Nee, das können wir auch nicht testen und gucken. Eben. Ich habe auch gerade überlegt, ob man da irgendwie den Qualifying Results, aber ich glaube, da kann man's, findet man dann auch nicht raus. Nee. Also wenn wir davon ausgehen, dass beide auf einer Hotlap waren, dann ist natürlich der Klassiker minus 160 minus 0,4. Ja, aber Herr Sack, Entschuldigung, machen Sie, Verzeihung. Nee, einfach wegen Causing a Collision. Ganz normal. Aber es wäre halt hätte Fahrradkette. Mhm. Also ich würde hier sagen, bevor wir hier noch lang hin und her überlegen, wir gucken uns das nochmal in Ruhe an, prüfen das, ob wir das nochmal irgendwo rausfinden und geben das aber zurück an die Ermittlungsbehörden. Das ist, also wissen Sie, dann kann ja auch jeder was in den Text schreiben, da kann ja jeder was reinmachen. So, ja, absolut. Was haben wir denn im Nachgang jetzt? Wir haben die 21288, Herr Jüttke. Hm? Und jetzt... Au, die Kurve muss man ja bremsen. Ach. Verstehen Sie? Werden Sie gleich verstehen. Ja. Au, die Kurve muss man ja bremsen. Gleich werden Sie den Wortwitz verstehen. Ja, Ihre Lieblingsstrecke, ne? Wirklich, Herr Sablowski, ich kann Ihnen, also wirklich, das ist meine meistgehassteste Strecke in der Sprintserie. Die Leute kriegen es, ich weiß noch nicht, Herr Sablowski, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich kann Ihnen das nicht sagen, wie Sie auf allen anderen Strecken scheinbar alle bremsen können, aber hier sind Sie zu doof dafür. Ja, vielleicht sind da die Luftverhältnisse anders oder irgendwie so in Barcelona. Ich meine, gucken Sie sich das mal an. Das sind 3 weit. Wo will er denn da hin? Ja. Wo zum F will er da hin? So, mal erst den einen rausgeditscht, dann den nächsten. Ey, das ist für mich, Herr Sablowski, sage ich Ihnen so, wie es ist, ne? Und da bin ich gerade ganz kurz unentspannt. Aber das ist für mich halt eine Pause. Weil das ist wirklich fahrlässiges Verhalten in der ersten Runde. Wir müssen mal gucken, ist das eine Massenkollision, ob wir das irgendwie rausfinden? Eins, zwei. Ja, gucken Sie mal, was da los ist. Ja. Da ist ja, die geht ja ab wie eine Tüte Mücken. Na gut, okay, das war dann aber da hinten von, beim Nachgang, also können wir, denke ich, eine Pause geben, drei Tage. Also Herr Sablowski, ganz ehrlich, die Woche wird wirklich wild in Barcelona. Und wenn jetzt Barcelona nicht die nächsten Wochen bis Monate so ein, also
Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber so ein Scheiß ist, dann, ne? Ja. Raus. Pause. Nein, Sie müssen. Nee, war richtig. Nee, nee, 21288. Genau. Ah, doch, okay. Ja. Doch, das war der Richtige jetzt. Ah, super, Herr. Nee, ja, hier ist das. Hier. Ja, genau. Ja. In meinetwegen können da auch gleich 7 Tage Pause drauf. Wirklich. Weil das ist, es ist, tut mir leid, aber das ist halt so ein Verhalten, das ist nicht geil. Ist es nicht. Absolut nicht. Also einigen wir uns auf 3 Tage, ja? Jawohl, Herr Jüttke. Bin ich d'accord. Im Nachgang sieht man es ja, dass dann viele Autos mit involviert waren. Pause! Jawohl. Und ich glaube, wir haben einen übersprungen. Nee, das ist den wir zurückgegeben haben. Einen haben wir noch zurückgegeben. Nee, wir haben aus Versehen einen übersprungen. Ach so. Also dann. Genau, dann 21285, Herr Jüttke. Ich muss ja erstmal das System abschicken. 21. Ja. Nochmal, bitte, Entschuldigung. 21285, ein bisschen hoch. Jawohl. Ja. Da. Fallüberschrift, das wird teuer. Hier sehen wir eigentlich erstmal einen schönen Zweikampf, Tür an Tür mit Alice. Auch hier. Aber dann wird sich weggedreht. Dann sehen wir da, wie er da wieder auf die Strecke zurückkommt. Ja. Ich weiß gar nicht, mit welchen Worten ich das beschreiben soll. Also das wird hier für den Unfallverursacher mehr als teuer. Der wird in den Prämien sehr weit hochgestuft werden. Also Strafmaß hier auf jeden Fall, klar, 3 Tage Bann. 2 minus 200 minus 0,5 mindestens. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Ja, das kann man auf jeden Fall definitiv einen Massencrash nennen. Also passt mal auf jetzt. Da draußen. Sie sind fair gefahren, Tür an Tür, in einer sehr schwierigen, in einer sehr schwierigen Situation. Das, was danach passiert ist, mit dem, dass sie sich getroffen haben, kann auch jedem mal passieren. Ja. Dass dadurch dieser unfassbar kranke Massencrash entstanden ist, liegt nicht an der Unfähigkeit der beiden Fahrer, weil sie beide auf der Bremse stehen. Beide. Ich glaube, der Verursacher... Doch, der steht die ganze Zeit auf der Bremse, Herr Sablowski. Ja, das möchte ich nochmal sehen. Langsam mal. Hier nicht. Jetzt geht er auf die Bremse. Nee. Jetzt er steht auf der Bremse, zieht das Auto halt rum, so am Rand. Was zu prüfen wäre nochmal, damit war das wirklich auch... also ich sehe hier nicht, dass der vordere BMW ihm vor die Linie zieht. Also... Der kommt halt einfach schneller raus. Ja. Das ist jetzt für mich nicht unbedingt vor die Linie gezogen. Ich meine, okay, wir können den Unsafe rejoin, wenn wir wirklich mal... Wenn wir wirklich wollen, können wir ihm den Unsafe rejoin nochmal draufdrücken und dann können wir auch gerne mal eine Woche draus machen. Ja. Weil der Crash danach ist schon ziemlich heavy... Ah, dann muss man schon wirklich sehr wütig sein dafür. Für 7. Ja, nee, also 3 Tage hier, denke ich, auf jeden Fall angebracht.
So sehe ich das. Herr Sablowski, also... ich würde sogar 7 sagen. Sie würden sogar 7 sagen. 7 fände ich in dem Fall ein bisschen... Lass uns das nochmal angucken. Weil, pass auf, wenn jetzt genau das... Wahnsinn, wenn er sich rumdreht. Das ist aber nicht der Verursacher hier. Ja, ne? Richtig. Ich meine den BMW vorne. Ja. So, und der fährt direkt auf die Mitte drauf. Und das hätte er verhindern können. Und dadurch ging ja das große Bam-Bam erst richtig los. Weil hier, zack, da voller Esserin. Und jetzt, weil der Geschädigte macht ja nichts. Also der Massencrash ist ja sogar noch durch ihn selber entstanden. Nicht mal durch den der rausgeschoben hat. Also ich würde schon 7 Tage gehen. Und das ist dann auch noch milde. Ich würde 7 gehen. Weil er hat sowohl den Unfall verursacht, als auch den Massencrash noch dazu. Warten Sie mal. 30 Tage raus mit der Leute. Also wenn man die Erklärung liest, du hast in diesem Rennen mehrere Kollisionen verursacht, dann stimmt das eigentlich. Dann wären 7 Tage. Dann wäre aber auch ein SR-Reset. Herr Jüttke. Also Herr Sablowski, dann kommt der SR-Reset mit dazu? Ja. Zu Recht auch. Warten Sie kurz. Wir gehen studieren. Muss ich mich jetzt noch bei einer Uni einschreiben und alles, oder wie? Nee. Der junge Mann fährt gute Zeiten, ist gut in der Elo unterwegs, hat ein paar Rennen gemacht, also tut mir leid, Herr Sablowski, aber das ist echt nicht so ein Verhalten, was man durchgehen lässt, sag ich Ihnen, wie es ist. Ja. Also ich sag 7 Tage Pause. Weil das war das Brutalste, Herr Sablowski, was wir in, weiß ich nicht, 30 Episoden Judge Dizzy gesehen haben. Wir haben noch nichts Krasseres gesehen. Und das mit 3 Tagen nach Hause schicken wäre falsch. Sage ich Ihnen so, wie es ist. Weil der ist auf der Außenbahn rausgeflogen, hat sich gedreht, ist bis auf die Mitte raufgefahren und hat dann erst angefangen, richtig aktiv zu bremsen. Weil das hätte er auch verhindern können, wie der Geschädigte. Ja. Also hat er den Unfall verursacht plus den Massencrash selber noch. Hatte gerade nochmal Rücksprache mit den Ermittlungsbehörden. Ich bin da, wie gesagt, bin dabei und also schwierig. Ja. Also eigentlich passiert ja der Massencrash durch einen Unfall. Wenn man da juristisch rangeht, dann ist es einfach 3 Tage. Nee, ist es nicht. Nein, der Unfall ist passiert und er verursacht noch einen weiteren. So, und jetzt geht's los. Spion Blume, mein Freund, wenn du Regelwerk nicht lesen kannst, dann kannst du Regelwerk nicht lesen. Ja. Im Regelwerk steht eindeutig drin, dass Beleidigungen in jeglicher Form nicht geduldet werden und werden mit einem Monat Strafe belangt. Und weil Absolut. Das mit einem Monat Strafe belangt wird, hast du nämlich bei LFM keine öffentlichen Beleidigungen drin. Und genau deswegen wird das auch so durchgezogen. Und das Absolut. Steht völlig im Verhältnis. Aber sowas von im Verhältnis. Ja. Absolut. Also ich sag 7 Tage feuerfrei, Pause. Ach, Herr Jüttke, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich damit, muss ich ehrlich sagen. Wieso? Nicht da, er kriegt keinen Reset, by the way, ne? 7 Tage Pause, 120, 03 und PP14. Kein Reset. Ja, oder dann machen wir es so, ja. Also die SR würde ich nicht resetten, aber 7 Tage Pause auf jeden Fall. Kann ich mitgehen? Ja, da kann ich mitgehen. Ich weiß schon, warum ich kein LFM mehr fahre.
Ey, dann warum bist du denn hier? Also ist ja okay, also schön, dass du hier bist, aber was interessiert das denn, wenn du sowieso nicht fährst? Das ist, gibt ja gar keinen Sinn. Also was interessiert dich das denn sowieso? Verstehst du? Du verschwendest gerade deine Freizeit mit einem Thema, was dich eh nicht betrifft, weil du an der LFM nicht teilnimmst. Also warum machst du denn diese Diskussion auf? Ist doch völlig unnötig. Du verschwendest doch deine eigene Lebenszeit mit einer Diskussion, die im Regelwerk niedergeschrieben ist. Wenn du dich daran nicht hältst, kriegst du einen auf den Deckel. Ganz genau. Und das. Im Regelwerk steht, by the way, drinne, 3 Tage Bann für einen Massencrash. Wir haben ihm gerade 7 gegeben. Das heißt, wir haben das Strafmaß sogar noch hochgedreht. Also deine Relation ist ein bisschen komisch und ich glaube auch deine Wahrnehmung ist etwas komisch diesbezüglich, weil vielleicht einer deiner liebsten Content-Creator 31 Tage Pause bekommen hat, weil er einfach jemanden beleidigt hat und Beleidigungen sind einfach höchste Strafmaß bei der LFM schon immer gewesen. Und genau deswegen hast du das nämlich nicht in der Öffentlichkeit. Wenn du jemanden als öffentlich als Idiot titulierst, weil du dich nicht benehmen kannst, ist das nicht geduldet. Punkt. Absolut. Scheiße fahren und jemanden beleidigen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Diese Diskussion Absolut. hat hier im Chat übrigens nichts zu suchen. Gar nichts. Dankeschön. Okay. Was Ja, machen gut, machen wir munter weiter. wir? Na sicher. 21293. Kein Snap-App. 21293, Herr Jüttke. Ja, und? 21293. Genau, Tür auf oder Tür zu? Wollten Sie mir jetzt gerade sagen, dass ich die falsche aufgemacht habe, Herr Nein, Subordinate? alles gut, alles Ach gut. so, sind Sie etwa gerade etwas verwirrt? Wollte nur sicher gehen, Herr Ach Jüttke. so, okay. Wollte nur sicher gehen. Alles klar. Oh, das ist auf jeden Fall nicht Full HD, aber ist okay. Ah, ist eher 360p. Es ist schon. Auch absolute Lieblingskurve. Aha. So, hier muss man dazu sagen, es handelt sich um ein Überrundungsmanöver des BMWs gegenüber dem Porsche. Und wenn wir uns jetzt hier die Linie des Porsches genau angucken, also ich verstehe das auch, dass die Tür offen ist und dann auf einmal wird sie wieder zugeschlagen, als wenn Mutti Nee. zum Essen ruft und dann aber doch nichts gekocht hat. Nee, da gibt es zwei verschiedene Linien in der Kurve, Herr Sablowski. Die, die der Porsche fährt, und das meine ich wirklich ernst, du kannst die so V-mäßig fahren und du kannst die am Curb dran fahren. Aber Also, ja. wie gesagt, wenn Sie jetzt als jemand, der überrunden möchte, hinter diesem Porsche jetzt fahren, wie würden Sie das jetzt wahrnehmen, wenn der da so außen fährt? Die Sache ist halt die, okay, also wissen wir hundertprozentig, dass die blaue Flagge für ihn ist und nicht für den davor. Ja, man hat es an den Positionen gesehen. Der Porsche ist auf 35 Okay. oder also jedenfalls sehr weit hinten und der BMW auf 7. Und für mich, also ich muss ehrlich sagen, also ich hätte das auch so verstanden, dass er mir Platz lässt, ich da rein darf. Ja, und dann auf einmal wird dann doch wieder die Tür zugemacht. Und in dem Fall können wir den BMW nicht bestrafen. Ach so, der Porsche hat den Dings. Na, Ja, genau, ja, genau. Der Porsche hat den, was, prüfen Sie na, gerne nochmal, ich. aber ja, korrekt. Der Porsche Tatsächlich. hat den BMW reported. Ja, nee, Entschuldigung, aber da müssen wir ja nichts machen, weil es ja. Richtig. Ja, aber es ist auch mal so ein Fall, der auch nicht so häufig passiert, den wir jetzt nicht so häufig sehen. Aber ich glaube, hier wie gesagt, für mich wäre das das Signal gewesen, komm, fahr vorbei, hab Spaß und dann aber dann doch wieder irgendwie gefühlt zugezogen und dann, ja. Nee, also verstehen tue ich das so nicht, weil das, wie gesagt, eine valide Linie ist, die es halt auch gibt. Ja. Aber das zu reporten, finde ich anders wild. Absolut. Oh, hier ist, gucken Sie mal, Herr Sablowski. Können Sie das sehen? Uhlala. Aha, ja, schön. Aha. Herzzerreißend. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ja, dann machen wir doch die 21295, Herr Jüttke. Fallüberschrift und ründlich grüßt das Murmeltier. Ründlich, ich wollte da gerade eine Strafe auswählen. Hä? Ist das schon wieder derselbe?
Na, gucken Sie mal. Deswegen heißt es ja, ründlich grüßt das Murmeltier. Oh nein. Hier ist der Fall jetzt aber ein Tick anders. Wenn Sie sich das mal genauer anschauen. Ist aber auch blaue Flagge. Ja, genau. Aber der Porsche hier ist ein Tick weiter weg. Nee. Der auch nicht Porsche. Weiter. Nee, das ist auch nicht weiter als der BMW. So viel mehr ist das nicht, Herr Sobrowski. Oh, Entschuldigung. Mhm. Jetzt kommen wir nämlich zu den schwereren Fällen, beziehungsweise zu den diskutablen Dingern. Ich gehe mal davon aus, dass der unser Porsche wieder den anderen Porsche gemacht hat, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Würde ich Causing a Collision machen. Weil, also ganz bin genau. Ich ganz ehrlich, Herr Sablowski, der kommende Porsche war zu weit weg, um das da. Also. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass also der unser Porsche, der reportende Porsche, eine sehr eigene Linie fährt. Ja, absolut. Vergleichbar, wie gesagt, mit dem Report davor. Der ist aber in einer Nuance anders und deswegen haben wir da auch anders entschieden. Ja, also ich würde schon Causing a Collision machen. Also mal zu der blauen Flagge-Geschichte, weil das ist, ich denke, viele haben so dieses Formel-1-Ding. Blaue Flagge, okay, muss groß, hier, komm, los, hier, das ist deine Bahn jetzt. Okay, ich warte, zur Seite gesprungen. Ich stehe auf der Bremse, hab den Rückwärtsgang an, hier, für dich, der rote Teppich ist ausgerollt, die Scheiße funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht und das wird auch so nicht sein. Also du hast, kannst auch mal eine Runde haben, wo du den nicht unbedingt durchlässt, ne? Also, und das hier ist so ein Fall, wenn man mal den Abstand sieht, so der bremst sich erst ran. Und der hätte locker auf der Geraden, hätte er vorbeigehen können und in der nächsten Kurve. Es ist halt immer ein Arrangement zwischen den Durchlassenden und den Überholenden. Dazu gibt es eine ganze Folge bei YouTube, wo wir über blaue Flaggen und Durchlassen und hier und da sprechen. Vielleicht hat ein Mod mal einen Link dazu. Da könnt ihr euch das gerne angucken. Aber das ist hier nicht Formel 1 so. Und nur weil der jetzt da kommt, muss der da vorne nicht gleich an der Seite springen. Absolut. Also, ist causing a collision. Ja. Hat er einfach einen Tick mehr Schwung aus der Kurve mitnehmen können. Und genau. Ja, unglücklich. Unglücklich, aber ist eben passiert. Passiert einmal. Absolut. Gerade wenn jetzt mal jemand da ist, der nicht auf deinem Level unterwegs ist, also der wirklich nicht auf deinem Level unterwegs ist und mal die Kurve anders nimmt, ist das einfach, es passiert. Und absolut. Also man muss es bestrafen, es passiert trotzdem jedem Mal. Ganz genau. Herr Hüttke, machen wir weiter. 21303. Kegeltreff Snatterton. Das hört sich nach einer juicy Runde an. Mhm. Die Lex, oh. Was zum 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 Autos stehen daneben. Genau, aber die haben nicht alle unbedingt Anteil oder sind nicht alle in dem Fall hier involviert. Nee, das ist klar. Genau. Der ist weggeflogen. Also der kommt da
angeschossen wie auf der Wurstpelle hingerutscht. Also, ja. Das ist, wissen Sie, haben Sie zufällig dieses, die Liga der Legenden gespielt? Nee. Haben Sie noch nie gespielt? Nee. Kennen Sie Dota Schmota? Ja, also kennen tue ich dieses Format, Herr Jüttke. Ja. Aber gespielt selbst noch nicht. Also früher Warcraft irgendwie so in die Richtung, aber. Ich habe da immer so eine ganz nette Analogie. Da kommen ja so Champignones raus, ne? Also nicht die zum Essen, sondern die kommen einfach raus. Und da gibt es ja auch diese Penis-Vergleichsspiele, wo es darum geht, wer den längeren Hobel hat, ja? Und die Leute, die ganz duften Menschen, sind immer, kommen da rein und sagen sofort, wenn ein neuer Champion rausgekommen ist, ach komm, Digga, mach ich einfach, ich gehe einfach rein und mach mal, ich brauche nicht trainieren. Ja, das sind die mit dem ganz langen Jauchezippel, ne? Ja, der ist aber so lang, dass sie sich halt regelmäßig überschätzen. Also man sieht sehr häufig, dass Menschen Strecken irgendwie nicht trainieren. Also das eben gerade war schon nicht verbremsen, sondern einfach, let's go. Ja. 160. Ja. Rein in die Orgel. So, Herr Jutt, jetzt müssen wir die Lupe ein bisschen rausholen. 21304. Die Lupe müssen wir. Oh nein, ist schon wieder Barcelona. Mhm. Fallüberschrift: italienischer Sandwich. Oh. Um es hier gleich klarzustellen: Reported hat der Audi den linken orangenen Ferrari. No further action. Und das ist so quasi Toastbrot weggeworfen und die Beilage isst man jetzt auf. No further action. Der ist hundertprozentig nicht in seinem grünen Kreis drin. Der steht neben dem Ferrari. Also der Ferrari macht hier schon, der zweitplatzierte Ferrari ist eigentlich jetzt hier an dritter Position. Trotzdem no further action. Warum fährt er da so dicht dran? Gut, aber der Audi kann ja jetzt nicht, nur weil der vor ihm da so einen Schwachsinn macht. Ja, ja, aber vielleicht hat auch einer einen Disconnect. Weil sonst würde der ja eine Strafe kriegen. Und das können wir nämlich gerade nicht rausfinden. Deswegen sage ich no further action. Weil wir, also ganz ehrlich, kann ja alles sein. Ja. Kann ja alles sein. Sieht für mich aber aus, als hätte da vorne einer einen Disconnect gehabt. Nee. Wie nee? Der Ferrari ist auf Position 2 und der lässt sich einfach irgendwie ganz schön weit nach hinten fallen. Woher wollen Sie wissen, dass da vorne keiner, dass da nicht einer hingehört, Herr Sablowski, der eben gerade einen Disconnect hatte? Also ja, woher sollen wir das jetzt rausfinden? Jetzt mal ernsthaft. Also machen Sie mal das Video von Anfang an. Da sieht man, dass er da eigentlich richtig ist. Wir können das nicht sehen. Ja, höchstens wir könnten in der Entry-List von dem Rennen gucken. Ja. Das kann man nachgucken. Ja. Und hier ist er eigentlich richtig, bremst dann nochmal irgendwie ganz komisch. Dadurch muss der Audi reagieren. Jetzt sieht man, wie der linke Ferrari nach rechts kommt. Der rechte Ferrari kommt aber auch nach links. Dann gibt es eine Berührung vom linken Ferrari, welche den Audi in den rechten Ferrari schubst. Ich muss kurz gucken. Moment. Das lässt mir keine Ruhe. Weil das schon wieder so, das ist schon wieder so. Nee, diese Wörter dürfen wir hier nicht sagen. Was ist denn das für eine 24, 25, 25. Was habe ich jetzt gesagt? 24, 5, 2, 1. Da hat er aber richtig noch einen Deckel gekriegt. Mhm. Ist das hier? Nee. War das Qualifying. Hier? Gehen Sie mal Split 1. Achso, nee, ja, Sie haben schon recht. Herr Jutke. Dann muss man hier die Splits mal durchgehen. Split steht leider nicht da, aber gehen Sie die Splits doch durch. Den Namen haben wir ja. Hier. Ja. Da und da Position 2. Ja, auf 2, ja.
Warum sind Menschen zu. Also wirklich, Herr Sablowski, ich versuche das so nett wie es geht auszudrücken. Warum sind Menschen nicht in der Lage, geradeaus zu fahren? Ich weiß es nicht. Also ich meine. Vielleicht haben sie ein ungeradet Bein oder so. Manche laufen ja auch im Kreis oder so, weil der Opa bei der Kavallerie war, dann O-Bene. Ich weiß es nicht. Aber auch was der Audi hier macht, ist nicht geil, ne? Es ist natürlich. Das ist ja auch nicht geil. Mindestens, so. Mindestens fast fahrlässig, ja. Also da, das Ding ist halt, die bekleckern sich hier alle nicht mit Ruhm. So, der andere Audi kommt vorne nicht weg. Der Pfeffer hat einen super. Selbst der Pfeffer hat nicht mal einen super Start, dass er in der Mitte gehen muss. Ja. Hat er auch nicht. So, was will der in der Mitte? Also der Pfeffer kommt dicke beim Start, der rechte Pfeffer kommt beim Audi dicke niemals hinterher. So, warum fährt er in der Mitte drin? So, warum steht der Audi rechts daneben? Ich meine, der Auslöser ist der Ferrari. Okay, sind wir uns einig. Aber das haben wir ja geklärt. Das ist aber genauso fahrlässig hier. Also, warum reportet er denn den da vorne? Wenn er selber Scheiße macht. Meinen Sie jetzt den Audi? Ja. Weil das ist 100%. Also, er startet nicht auf der Linie, da wo du starten sollst. Sondern er startet in der Mitte. Und er ist sogar, das Ding ist, wir können es leider nicht sehen, weil er uns die Sicht nicht gibt, doch hier. So, gucken Sie sich das mal an. Ja, ich glaube, er reagiert aber eben, gucken Sie mal, wie am Anfang, welche Linie er da hat, er reagiert quasi darauf, dass der, weil eben der Ferrari verzögert, der aber das reagiert da auch eben nur darauf. Ja, aber das ist doch, also ich sag mal, trotzdem ist das nicht erlaubt. Weil selbst der BMW hier hinten, der kriegt das ja auf der Reihe. Ja. So, und in der Vergangenheit haben wir schon mal so einen Stoß gesehen. Mhm. Wir kriegen ja nicht umsonst Hinweise, dass wir bitte nach links, dass wir nach links oder nach rechts fahren sollen. So, er hat Scheiße gemacht und der Fahrer hat Scheiße gemacht, negiert sich aus. Ist für mich immer noch No-Feather-Action. Ja, also Kann man auch vertreten, absolut. Man kann aber auch eine Strafe vertreten. Also es ja, wo treffen wir uns jetzt, Herr Jüttke? Außer nachher in der Bar zum einarmigen Reißen in der halbe Liter Klasse. Also Audi hat, bevor grün ist, ausgeschert. Ja, aber für mich reagiert er nur auf den Ferrari, weil der eben da so was komisch. Herr gut, aber Herr Jutke, wenn sie vor Ihnen einer zurückfallen lässt, da bleiben Sie doch nicht stur dahinter. Ja, oder natürlich bleibe ich dahinter, weil ich für so eine Scheiße schon mal eine Durchfahrtsstrafe gekriegt habe. Ich habe für so eine Scheiße eine Durchfahrtsstrafe schon gekriegt. Ja. So, und was willst du machen? Das Regularium ist das Regularium. Hast du halt wirklich Pech gehabt? So, wäre er jetzt dahinter geblieben, hätte ich gesagt, okay, cool. Aber er schert halt aus. Und vor Grün ist nicht ausscheren. Zeigen Sie nochmal das Video von Anfang an, bitte. Hier ganz normal. Ja, und jetzt. Also es ist wirklich nur die Reaktion auf diesen Ferrari. Also das spielt keine Rolle. Es ist vor Grün, wird nicht ausgeschert. Herr Jüttke. Vor Grün wird nicht ausgeschert. Punkt. Ja. Wenn er reagieren will, drück auf die Bremse. Jetzt haben wir ja doch noch unseren Streit, Herr Jüttke. Naja, also ich sag's ganz ehrlich, für mich ist das nicht streitbar. Für mich ist das hier einfach no further action. Er ist ausgeschert, bevor Grün ist, ist viel früher auf den Pinsel gegangen und besser weggekommen. Und ja. Den Rest haben die anderen beiden Ferraris gemacht. So, also haben die sich alle nicht mit Ruhm bekleckern. Weil sie, Entschuldigung, nicht in der Lage sind, geradeaus zu fahren. Und der eine nicht in der Lage ist, einen Start zu fahren. Aber das haben wir auch alle schon mal gehabt, dass wir irgendwann mal beim Start kurz gepennt haben, weil irgendwer absolut gekommen ist in Raum oder was auch immer so. Kann ja passieren, aber ich würde hier nichts ahnden. Der Ferrari ist auch nicht in der Grünbox. Absolut korrekt. Deswegen negiert sich die Scheiße ja. Also ich würde bestrafen und in dem Fall würde ich jetzt sagen, Sie würden nicht bestrafen, Staatsanwaltschaft würde bestrafen, gehen wir das zurück an die Ermittlungsbehörden. Ich glaube, da
Was machen würden Sie denn aussprechen für eine Strafe? Also hier, weil wir halt nicht sehen können, ob es ein Massencrash geworden ist, aber minus 200, minus 0,5. Ja. Also eine Verwarnung würde ich immer reindrücken und sagen, hier, mach mal ordentlich einen Start, aber 200 dafür? Ja. Das Ding ist halt, wissen Sie, Herr Sablowski, wenn Sie das hier durchwinken, vor der versammelten Mannschaft sagen wir allen, dass das okay ist, in der Mitte zu fahren. Und das ist es nicht. Es ist nicht okay. Genau, Punkt aus. Ja, genau, absolut. Und wenn wir das jetzt nämlich machen, sagen wir allen, ja, dann kann ja jeder mit der Argumentation kommen. Also wir öffnen quasi einen Präzedenzfall, wo jeder kommen kann und sagen kann, naja, ich habe ja nur auf den Vordermann reagiert. Ich sehe das. Also das ist einfach situationsabhängig. Wenn ich jetzt mein Vordermann alles in dem Fall richtig macht und ich dann trotzdem in die Mitte ziehe, dann ist es was ganz anderes als diese Reaktion hier auf den vorderfahrenden Ferrari. Also das ist schon ein kausaler Zusammenhang. Also die kausale Kette, die sollte man da in dem Fall nicht außer Acht lassen. Ja, richtig. Aber die kausale Kette kann dir dann jeder bringen. Die muss man dann nachprüfen. Aber die kausale Kette, erinnern Sie sich mal bitte an die ganzen anderen Starts, wo das schon passiert ist. Also wir hatten davon schon 2 bis 3 Fälle. Ja. Wenn du das jedes Mal durchwinken lässt und sagst, dass das okay ist, dann gibt es für jeden Scheiß eine kausale Kette, bloß weil sich vorne vor dir mal jemand verbremst hat. Ja. Ja. Und das kann jedem mal passieren, dass man mal einen beschissenen Start hat. Das gibt ja aber immer noch nicht das Recht, einfach rauszuziehen in der Mitte. Um das mal abzukürzen, Herr Jüttke, hier machen viele Beteiligte was falsch. Der Ferrari vorne lässt sich da irgendwie zurückfallen ohne erkennbaren Grund. Der Audi schert aus, obwohl es nicht erlaubt ist. Der Ferrari rechts, der bronzene Farbene, zieht nach links, obwohl er eigentlich hätte sehen müssen, dass der Audi neben ihm ist. Das halten wir mal fest. Und ich denke, das Strafmaß letztendlich werden dann die Ermittlungsbehörden entscheiden. Sind Sie d'accord oder? Ja. Okay. Das geht öffentlich nicht, Herr Sablowski. Bin ich voll bei Ihnen. Sendet ab. Deswegen wollte ich eben ja auch nochmal herausstellen, dass hier viele was oder alle was falsch machen. Na, also auf diese Fehler hinweisen. Hey, was heißt falsch machen? Ich meine, der andere Ferrari macht ja per se nichts falsch, außer dass er nicht geradeaus fahren kann. Und warum auch immer er nach links fahren will. Das ist halt. Ja. Also, was man hier in diesem Beispiel gut sieht, ist, dass alle irgendwie so ein... Also, ich möchte das jetzt mal mitgeben, weil das in Barcelona sehr oft der Fall ist. Steckt bitte eure Egos weg. Wenn jemand besser gestartet ist, ist jemand besser gestartet. Und dieses ganze Reinziehen auf Start und Ziel, also wirklich... Das gibt's, werden wir in Paul Ricard, die Woche werden wir es wieder sehen, wo auf einer ganz langen Gerade Menschen nicht gerade ausfahren können. Ja, absolut, ja. Und das hier ist wieder so ein Beispiel. Mal hin oder her, ob der jetzt der Audi und der Ferrari Sachen gemacht haben, die nicht cool sind. Ja. Der Ferrari hier in der Mitte hat gar keinen einzigen Grund, zu diesem Zeitpunkt in die Mitte zu fahren, weil der Audi ein viel schnelleres Startauto ist. Es gibt keinen Grund, gibt es nicht. Den einzigen Grund, den es gibt, ist, um die Tür zuzumachen. Und dafür fährt er viel zu langsam rüber. Selbiges gilt für den anderen Ferrari. Das sind Unfälle, die passieren nur aufgrund von komischen Ego-Fickereien. Steckt euer Ego weg. Lernt die Autos kennen. Wenn hinter mir beispielsweise ein Audi fährt, weiß ich hundertprozentig, dass der mich komplett nass machen wird auf der Geraden. Weil das ein schnelleres Auto ist. Und da brauche ich auch nicht rumziehen. Und da brauche ich nicht in die Mitte ziehen und da brauche ich sonst irgendwas nicht machen. Fahr das Ding schnurstracks geradeaus durch, überhol den meinetwegen auf der Außenbahn oder mach irgendwas. Aber das hier ist absolutes Ego-Geficke. Und wer auf der Geraden nicht geradeaus fahren kann, tut mir leid, dem sollte die Rennlizenz entzogen werden. Weil das hier, muss man einfach sagen, ist peinlich. Das ist peinlich zu sehen für ein Split-1-Rennen. Ist einfach so. Weil das hat mit Rennsport nichts zu tun, sondern da treffen 3 Egos aufeinander. Mehr nicht. In dem Fall ist es Split 2, was ich korrigieren muss. Aber ja, nee, aber ich bin da bei der Ego-Sache voll bei Ihnen. Aber um das jetzt mal abzukürzen, setzen wir da einen Punkt hinter. Ich stehe da voll bei und wie gesagt, wir gehen rein. Ja. Ah, also hier haben wirklich viele Beteiligte was falsch gemacht.
Herr Jutke denkt sich gerade noch einen Psalm aus. Dichter und Denker, Herr Jutke. Nee, aber halt einfach Menschen. Herr Jutke von der Vogelweide. Herr Jutke, dann sind wir schon bei unserem letzten Fall für heute. Schade. Ja, da nochmal ein Klassiker, nochmal was Einfaches. Ja, komm, bitte. 21314. Ach, bitte, schön. Barcelona. Geben Sie noch mehr Benzin ins Feuer. Herr Sablonski. Ah, ja. Barcelona. Erste Kurve. Sie. Ja, das ist ein Klassiker. Ich kann mir schon denken, was jetzt gleich kommt. Es ist wieder 4-3. Yeet. Patapuff. Ja, also hier ganz klassisch wieder wirklich zum Abschluss. Der Verbremser, der Stupser. Dann hier nochmal eine mitgegeben. Ja, aber auch nicht auf der Bremse gestanden und hat einfach wieder Gas gegeben. Ist auch schon wieder so. Hier muss man, wie gesagt, auch dazu sagen, wir befinden uns bei den Rotplaketten. Hier bremst er voll, jetzt löst er die Bremse, aber ja. Also auch hier bitte als lehrende Sache, ne? Hast du einen Unfall, stehst du auf der Bremse. Du stehst auf der Bremse, du bleibst stehen. Da ist nichts mit, ich reiß die Karre noch rum und ich mache hier Jason Statham in Transporter und fahre meinen Audi A8 noch in die richtige Position, steh auf der Bremse bitte. Weil Menschen müssen auf dich reagieren. Wenn du dich aber bewegst, können Menschen auf dich nicht reagieren. Das heißt, währenddessen du nicht auf der Bremse stehst, ruinierst du anderen Leuten schon das Rennen. Das kann dreimal gut gehen und fünfmal falsch laufen. Also für alle, die anfangen, steht auf der Bremse. Und macht da nicht den Jason Statham, bitte. Also gerade hier sieht man das auch. Er steht jetzt auf der Bremse, löst aber die Bremse und wäre einfach weitergerutscht. Und da kommt jetzt wieder die Weitsicht, wäre weitergerutscht, wäre hier hinten rausgekommen. Und dann hätte er das Auto einfach gebremst und hätte nach links weiterfahren können und wäre weggekommen. Aber dadurch, dass er jetzt hier wieder voller Esse Gas gibt, zieht er das Ding noch rum. Also wirklich, bleibt einfach stehen, bis ihr kurz Luft geholt habt im Kopf und euch entscheiden könnt, was ihr da machen könnt. So, weil das ist wirklich nicht schön. Absolut. Um hier auch nochmal auf den Hinweis von Pace Marlow. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt knapp 22.000 Reports. Und dieses System ist eben darauf ausgelegt, dass wenn es einen Kläger gibt, dann schaut man sich das an und bestraft dementsprechend den Vorfall. Wenn man jetzt irgendwo reingehen würde, nur weil man in einem Video irgendwo was halb gesehen hat, dann kommt man aus dem organisatorischen und administrativen Aufwand nicht mehr raus. Und wir haben jetzt mittlerweile 15 Stewards, die sich um die ganzen Reports kümmern. Wir sind eine Non-Profit-Community, also es wird keiner da irgendwie mit Geld zugeschmissen. Das machen alle in ihrer Freizeit. Und irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo man eine gewisse Grenze ziehen muss, wo man sagen muss, okay, juristisch Anklage, wir gucken uns den Fall an, der angeklagt wird, dann wird bestraft. Und da kann man einfach, irgendwo muss man da einen Schlussstrich ziehen, weil wo fängt man dann an und wo fühlt sich dann der Nächste benachteiligt, wenn wir das zum Beispiel bei einem machen, bei dem Nächsten nicht. Also da ist einfach schwierig, eine Grenze zu ziehen und deswegen ziehen wir eben die Grenze, dass wir nur das bestrafen, was eben in dem Fall reported wurde oder derjenige, der reported wurde. Das nur mal zur Klarstellung. Gut. Ja, Herr Jutke, das war's schon. Heute war es irgendwie sehr harmonisch mit Ihnen. Das ist Massagepistole. Scheint Wunder zu helfen. Scheint Tatsache. Ja. Entspannung pur, werde ich mir jetzt auch gleich nochmal gönnen, Herr Sablowski. Na dann wünsche ich Ihnen dabei was. Werde ich machen. Und wenn hier der Stream aus ist, wird der an einer anderen Stelle gehalten oder wie machen Sie das? Nee. Also an Rücken. Rücken natürlich. Ja, also hier hinten würde ich auch gleich nochmal kurz probieren dann, ja. 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 Schön. Ja. Dann? Darf ich den auch mal benutzen oder also der müsste ich ihn erstmal desinfizieren wahrscheinlich, wa? Nee.
Die Herr Sablos, die denken schon wieder an Schmuddelkram. Aber lassen Sie uns doch mal hinten in den hinteren Raum gehen. Dann warten Sie kurz. Ich gebe Ihnen das Ding jetzt hier gleich mal. Warten Sie eine Sekunde. Ich packe aus, Herr Sablowski. Das ist ja schwer. Ja, das ist ganz schön Apparat. Hier, jetzt kommt's. Warten Sie. Hier ist er. Jetzt, warten Sie. Hier. Hier. Oh, ja, Herr Sablowski. Oh, Stufe 5, Herr Sablowski. Stufe 5, Herr Sablowski. Das rüttelt ja wie eine Rüttelplatte. Damit kann man ja Gehwege verlegen. Bevor das hier irgendwie... Können Sie mal nach vorne gucken? Sind wir noch? Nicht, dass wir jetzt gehört werden hier hinten. Nee, hat keiner gehört, Herr Sablowski. Das ist alles okay. Na, dann machen Sie weiter, halten Sie Ruf. Nee, jetzt ist vorbei, Herr Sablowski. Nicht, dass Sie mir das Ding noch dreckig machen. Ich pack's wieder ein, dann müssen Sie sich wohl was Neues holen. Dann. Schade. Ja, das tut mir leid, Herr Sablowski, aber das geht so nicht.